Vorschlag zurück. Jetzt spricht aber erstmal unsere Tonalität, der Stadtprinz Eckbert der Erste zu euch. Seit zwei Wochen geht er durch die Seele. Wir alle sind angeschlagen in der Stimme, eher nur ein ganz, ganz kleines Kissen. Deswegen bitte einmal absolute Ruhe für unseren Eckbert. Überwältigend hier. Wenn ich diese Begeisterung sehe im Saal, genial. Trotzdem, ja, es ist einfach überwältigend, hier aufzutreten. Wir meinten das vorher schon vom Stadtelberrat. Die Truppe super dabei, bringt immer Stimmung, können gut singen, fordern die Stimme. Die meinten, hier wäre der Mob am Turm heute. Ich konnte es ja, ich glaube, wie gesagt, aber man merkt, die Begeisterung ist super. Es überträgt sich die letzten Tage, es wird immer besser. Der Donnerstag in der Weckung, der Umzug, waren, ich denke, alle dabei. Da war super Stimmung. Jetzt heute Abend hier, morgen geht es in Weckung weiter. Stadtübergabe nachmittags, morgens, könnt ihr mit euren Kindern schon mal losgehen. Könnt aber auch zwischendurch dann natürlich diese üblichen Nord- und Ostschleife machen. Dann Montag der Umzug, freuen wir uns alle drauf. 11.11 Uhr kommt die Sonne raus. Die Wagen sind gebaut. Wir werden, denke ich, einen super Umzug haben. Ich freue mich schon richtig drauf. Das ist super, super klasse. Wie lange am Aufpassen reden. Ich denke, ich breche mal einfach ab und sag auf eure Prinzessin, auf euren Prinz. Auf den Neuweckumer und den Weckumer Karneval ein dreifach kräftiges Rumsgeni! Ja! NSV! Ja! Rumsgeni! Ja, und unsere Qualität auch unser Stadtprinz und ich werde den ersten Teil dreifaches Rumsgeni! 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 Und ich werde das Lied gleich weiter mit Unterstützung von deinem Hofmarschall. Du hast natürlich auch ein Prinzenlied und wirst jetzt diesen Saal hier rocken. Und deswegen kriegst du jetzt das Mikro wieder. Wie bitte Musik ab fürs Prinzenlied!